Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch so meinen Arbeitsplatz vorstellen. Nicht unbedingt direkt auf die Materialien eingehen, die ich benutze, sondern einfach mal so groben Überblick geben, was ich so benutze. Und ja, dann fangen wir mal direkt an. Also das ist so der Überblick über den Tisch, den ich habe. Hier vorne seht ihr meine zwei Paletten für die Aquarellfarbe. Da seht ihr meine Tusche, meine Aquarellfarben, Zeug, meine Copics und da hinten noch einen Ordner. Aber das zeige ich euch jetzt noch von da an. Also hier seht ihr jetzt nochmal die zwei Paletten. Die habe ich beide von gstuff.de. Die eine ist von, die hier ist vom Dr. P.H. Martens und das ist irgendeine, keine Ahnung was das ist. Hier ist meine Tusche, die ich benutze. Die ist auch von Dr. P.H. Martens. Die schwarze Tusche, mit der ich so gut wie nie arbeite. Und meine Maskierflüssigkeit, die ich auch so gut wie nie benutze. Dann kommen wir auch schon gleich zu den Aquarellfarben. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass ich die von Dr. P.H. Martens benutze. Ich habe die auch von gstuff.de. Nein, ich mache keine Werbung für sie. Dann sind da so ein paar Zettel zum Kritzeln. Das Draufschreiben braucht man ja immer. Meine Copic Marker, die ich jetzt nicht groß aufgeräumt habe. Ich entschuldige mich dafür, aber meh, brauche ich nicht. Keine Ahnung, wie viele das sind. Und da seht ihr auch noch meinen Ordner, wo meine neuesten Zeichnungen für dieses Jahr drin sind. Ich kann da auch mal vielleicht ein Video drüber machen, über meinen Zeichenordner. Und ja, das war's jetzt so im Großen und Ganzen. In dem Zwischenspalt zu Tisch und Schubladen befindet sich ein Fach mit meinen Papieren und daneben noch ein viel längeres mit meinen ganzen Zeitschriften, den Animanias, Conecos und so weiter. Und ich jetzt einfach mal so die Papiere, die ich benutze, im Überblick. So, da haben wir einmal, das habe ich zugeschickt bekommen, das ist von Hahnemühle. Einfach so ein Heft mit braunem Papier drinnen. Das mache ich eigentlich ganz gerne für Skizzen oder einfach nur Bilder, die ich line, also nicht koloriere. Sieht immer ganz gut aus. Mein Skizzenpapier von, keine Ahnung, von Wang. Das habe ich aus dem Kurt Bullinger. Zwei, die ich noch nicht ausgepackt habe, weil ich die noch gern verlosen möchte. Das sind auch zwei Blöcke von Hahnemühle. Wieder ein Skizzenpapier, das ist auch von Hahnemühle. Mein Perfect Coloring Paper, das ich so gut wie immer für meine Copy-Koloration verwende. Die zwei Aquarellblöcke von Wang für meine Aquarellzeichnungen, ist ja logisch. Mein riesiges A3 Perfect Coloring Paper für größere Kolorationen mit Copics. Und ja, dieses Aquarellpapier von Hahnemühle. Das mag ich sehr gerne. Das ist super. Ich werde jetzt die erste Schublade öffnen, aber vorab möchte ich eine kleine Warnung geben. Es sieht chaotisch aus, aber ich habe meine eigene Ordnung. ja, ich öffne sie einfach mal. So, das ist jetzt einmal grob der Überblick für die erste Schublade. Sieht ziemlich voll aus, ist ziemlich voll. ja, ich kann es nicht ändern. Ich habe leider nicht mehr Platz. Ja, fangen wir mal erst hier mit diesen Bechern an. Also in dem ersten Becher sind Effektliner und ja, Kugelschreiber. Dann hier hinten habe ich meine ganzen Multiliner, mit denen ich line. Das sind welche von Copics, sind aber auch welche von Micron, Pigma Micron, gibt es bei gstuff.de und sind um einiges günstiger als die von Copic. Hier sind so Bleistifte drin und anderer Krams. Dann hier vorne sind so Schlüsselanhänger für Sandy.
Schlüsselanhänger fürs Handy. Handyanhänger kann man natürlich auch an den Schlüssel hängen. Folien für Kakaokarten. Mein Stempel. Diesem Zeug. Hier sind meine Polychromos und Lineale. Ersatzminen für die Color Eno Bleistifte. Hier hinten seht ihr einen, der pinke, der ist jetzt irgendwie verschollen. Minenbleistift, Pinsel, die Pinsel mit dem Wassertank, meinen elektrischen Radierer, Washi-Tape und anderes Tape mit süßen Bärchen drauf. Ja, hier ist eine Schere. Ja, ihr werdet euch jetzt bestimmt wundern, warum hier eine Zahnbürste drin ist. Die benutze ich gerne für Effekte in der Verbindung mit Tusche. Hier sind meine Federn drinnen. Hier ist auch noch eine, also ein Maru-Pen. Ersatzminen für meinen elektrischen Radierer, jede Menge andere Radierer. Hier unten sind noch ein paar Sticker und Schlüsselanhänger, die ich gemacht habe. Meinen Papiercutter, ja, Kleber. Hier noch Ersatzminen für die Federn. Und dann öffnen wir mal die zweite Schublade. So, das ist jetzt die zweite Schublade. Ja, hier um die Ecke seht ihr hier eine kleine Staffelei für Kakaokarten. Da hinten ist mein kleines Büchlein, wo jetzt eigentlich nicht großartig was drin ist. Außer zwei Autogramme vom lieben Heideltraut und ein Turbinator, wer kennt sie? Mein Skizzenbuch, mein Filofax. Das ist jetzt eigentlich alles nur Musterpapier. Ich glaube nicht, dass ich euch das zeigen muss. Hier auch mein Origami-Papier, meine Airbrush-Pistole von Copic, mit der ich so gut wie nie arbeite, weil diese doofen Teile immer so schnell leer gehen. Hier noch einen anderen Cutter, so einen runden, Kleber, Nagellackentferner, kann man immer brauchen, wenn man mit Copics arbeitet. Hinten seht ihr noch meine Visitenkarten. Und ja, das war jetzt die zweite Schublade. Kommen wir mal zur letzten. So sieht jetzt die letzte Schublade aus. Auch ziemlich chaotisch. Aber das Problem ist, ich kann so oft aufräumen, wie ich möchte. Nach 2 Minuten sieht es genauso wieder aus. Meine Sticker von Washi Tape. Deko-Schnee. Hier sind so Sachen drin. So Kleinigkeiten, die ich bekommen habe, als ich Kakaokarten getauscht habe. Deko halt. Das ist eigentlich alles nur Deko. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!